kommen wir jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt, Top 14. Deutsch als Landessprache, das ist ein Antrag der AfD. Die Fraktion bringt einen Gesetzentwurf ein, der vorsieht, Deutsch als Landessprache im Grundgesetz festzuschreiben. Staatliches Handeln solle künftig darauf verpflichtet werden, die deutsche Sprache zum Hauptkommunikationsmedium aller Menschen in Deutschland zu machen. So lautet der Antrag der AfD. Auch dazu höre ich keinen Widerspruch. Dann ist es so beschlossen. Und der erste Redner, der diesen Antrag hier auch einbringt, ist der Vorsitzende des Rechtsausschusses, Stefan Brandner von der AfD. Das kann er allerdings erst tun, wenn die Abgeordneten hier sich wieder hingesetzt haben, denn das ist so üblich. Nach einem Tagesordnungspunkt wechselt ja so ein bisschen das Plenum und Bundestagspräsident Schäuble bemängelt hier zu Recht, dass es noch zu laut sei. Und dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Stefan Brandner, AfD. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Was gibt es Schöneres als einem so sonnigen Tag vor den vollen Bänken der eigenen Fraktion, über ein Thema zu sprechen, was nicht nur für Feingeister geeignet ist, sondern wo wir uns der Unterstützung des gesamten, der Großteil gesellschaftlicher Schichten gewiss sein können. Meine Damen und Herren, es geht um den Artikel 22 Absatz 3 des Grundgesetzes, den es bislang nicht gibt. Wir wollen ihn einfügen mit dem schlichten Satz, die Landessprache in der Bundesrepublik Deutschland ist Deutsch. Dieser Satz soll in das Grundgesetz eingefügt werden. Und damit stehen wir nicht alleine. Das ist keine irre Idee der AfD, sondern wir stehen querbeet auf einem Fundament mit vielen Persönlichkeiten. Herr Steinmeier, Bundespräsident, möchte eine Überflutung der deutschen Sprache mit Anglizismen verhindern. Norbert Lammert, er saß bis vor kurzem auf dem Stuhl hinter mir, hat sich deutlich dazu geäußert, dass Deutsch ins Grundgesetz aufgenommen werden soll. Ich zitiere ihn aus einer Rede am 11.11.2017 anlässlich der Verleihung des Kulturpreises Deutsche Sprache in Kassel. Ich zitiere, Deutsch ist zunächst eine von mehreren tausend Sprachen, die auf diesem Globus gesprochen werden und insofern nichts Besonderes, da hat er recht. Aber sie ist unsere Sprache, die Sprache der Deutschen, eine Sprache, die dem Land seinen Namen gegeben hat. Zitat Ende, meine Damen und Herren. Und alleine das begründet schon die Aufnahme des Deutschen als Landessprache ins Grundgesetz. Nicht nur solche politischen Schwergewichte wie Herr Steinmeier und Herr Lammert haben sich dafür auch gesprochen. Auch Schwergewichte wie Monika Grütters, Beauftragte der Bundesregierung, Herr Wolfgang Thierse, damals noch als Bundestagsvizepräsident, so mächtige Nachwuchspolitiker wie Paul Ciemiak von der Jungen Union, sogar die größte Volkspartei, die Deutschland noch zu bieten hat, die CDU, hat im Jahr 2008 auf einem Bundesparteitag genau das beschlossen, was wir heute hier fordern. Und wir werden Sie daran messen, meine Damen und Herren von der CDU, wie Sie sich heute hier verhalten. Hinter der Forderung steht auch der Verein Deutsche Sprache, der größte Sprachverein in Deutschland mit etwa 30.000 Mitgliedern und nicht zuletzt indirekt die von uns hochgeschätzte Frau Özkus, die herausgearbeitet hat, sinngemäß, dass jenseits der deutschen Sprache sie keine kulturellen Verbindungen findet. Frau Özkus, das ist doch, wenn sogar Sie erkennen, dass die deutsche Sprache das einzige Element sein soll, was uns verbindet, wert, in die Verfassung aufgenommen zu werden. Warum wollen wir das tun, meine Damen und Herren? Die deutsche Sprache ist in Gefahr. Sie ist in Gefahr durch Überflutung durch Anglizismen. Sie ist in Gefahr durch einen um sich greifenden Englischwahn an Universitäten, wo ganze Studiengänge auf Englisch angeboten werden. Sie ist in Gefahr in der Wirtschaft. Sie ist in Gefahr in der Wirtschaft, wo aus vorauseilendem Gehorsam Englisch gesprochen wird. Ich zitiere da mal Walter Krämer, nur Verlierer sprechen Englisch oder Denglisch. Und ich weiß gar nicht, warum ich da die Deutsche Bank denken muss. Aber Sie sehen, auch die Konzernsprachen haben teilweise was damit zu tun, wie es funktioniert oder nicht funktioniert in der Wirtschaft. Und schließlich ist die deutsche Sprache in Gefahr in der Wissenschaft, wo immer mehr publiziert wird auf Englisch, sogar in Studiengängen wie Germanistik wird auf Englisch studiert, meine Damen und Herren. Da müssen wir Einhalt gewähren. Die deutsche Sprache ist auch in Gefahr durch eine massive Zuwanderung. Wir haben es mitbekommen in letzter Zeit, die deutsche Polizei twittert, informiert und belehrt auf Arabisch und Türkisch. Die Thüringer Polizei wirbt auf Arabisch. Behörden informieren
und kommunizieren auf Türkisch und Arabisch, meine Damen und Herren. Das ist kein Beitrag zur Integration, da fehlt der Anpassungsdruck. Den wollen wir herstellen, und dann können Sie auch Sie zustimmen. Es ist eine Maßnahme im Sinne der Integration, unserem Antrag zuzustimmen, meine Damen und Herren. Ich zitiere Norbert Lammert am 11.11. Wir finden im Grundgesetz inzwischen seitenlange Verfahrensregeln für Asylbewerber, die, wenn Sie das Grundgesetz lesen könnten, zwar viel über das Regelsystem unseres Landes und seine Behörden erführen, nicht aber in welcher Sprache hierzulande Integration gelingt oder eben nicht gelingt. Die Landessprache ist Deutsch, sagt Lammert. Punkt, sagt Lammert. Ein solcher schlichter Satz hätte schon vor vielen Jahren manch hochideologischen Streit, um nicht zu sagen Quark, sagt Lammert, vermeiden können, meine Damen und Herren. Dem ist nichts hinzuzufügen aus meiner Sicht. Wir haben einfach gesetzliche Regelungen im Gerichtsverfassungsgesetz, im Verwaltungsverfahrensgesetz, aber wir müssen es grundgesetzlich regeln, damit diese einfach gesetzlichen Regelungen nicht einfach gesetzlich irgendwann außer Kraft gesetzt werden. Meine Damen und Herren, Sie müssen auch keine Angst haben, wenn der Antrag durchgeht. Wir wollen niemandem verbieten, Deutsch oder ausländische Sprachen zu Hause zu benutzen oder in der Öffentlichkeit zu benutzen. Wir haben einen Artikel 22 Absatz 2. Da ist die Bundesflagge schwarz-rot-gold vorgeschrieben, steht im Grundgesetz. Da ist auch keiner gezwungen, sich eine Bundesflagge zu Hause ins Wohnzimmer zu stellen. Und genauso wird es auch hier gehandhabt. Eine freiwillige Regelung im Bereich des Privaten. Also Friesen und Sorben müssen sich auch keine Sorgen, meine Damen und Herren, machen. Haben Sie Mut zur Courage. Machen Sie was Gutes draus. Und vermeiden Sie bitte in den anschließenden Reden ohne die vier deutschen Worte Hass, Rassismus, Hetze und völkisch auszukommen, meine Damen und Herren. Ich bin gespannt. Ihr Rumgebrülle lässt ja schon einiges befürchten, muss ich sagen. Ich bin ganz Ohr. Ich sitze auch hier vorne. Sie müssen nicht so schreien. Also ich gehe nicht wieder nach hinten. Ich bin gespannt auf die Rede, meine Damen und Herren. Ach, eine Sache noch. Ich habe noch ein Versprechen, muss ich noch einlösen. Lieber Benedikt, das ist mein Sohn. Lieber Benedikt, ich grüße dich von diesem Rednerpult. Vielen Dank. Das war eine klare Botschaft, auch auf Deutsch formuliert hier. Der Antrag der AfD, Artikel 22 Absatz 3, die Landessprache der Bundesrepublik Deutschland ist Deutsch. Das will die AfD hinzufügen. Gita Konnemann jetzt, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU. Ich liebe die deutsche Sprache. Sie hat mich geprägt, denn sie ist mehr als ein Instrument, sie ist Ausdruck unserer Kultur. Deutsch ist die Sprache der Philosophie, der Dichter, der Denker, wegen ihrer Ausdruckskraft, Zeitgeist, Weltschmerz, Kindergarten oder Gemütlichkeit, das geht in keiner anderen Sprache. Ich liebe die deutsche Sprache, deshalb ärgere ich mich über Anglizismen und Wichtigtuer, die ihre Reden mit Fremdwörtern spicken. Die von Letter of Intent statt von Absichtserklärung, von obsolet statt überflüssig sprechen. Ich sage Ihnen Point of Sale Hydration Cream oder Facility Manager, das geht auch auf Deutsch und alt und jung würde es verstehen. Deshalb setzt sich die Mitglieder unserer Fraktion seit Jahren für die deutsche Sprache ein. Norbert Lammer wurde als Sprachwahrer des Jahres ausgezeichnet. Übrigens auch Peter Ramsauer, der eine deutsche Initiative im Bundesverkehrsministerium auf den Weg brachte. Seitdem heißt es nicht mehr Travel Management, sondern Reisestelle. Die CDU Deutschlands hat sich mehrfach dafür ausgesprochen, die deutsche Sprache im Grundgesetz zu verankern. Meine Damen und Herren, auch auf der Tribüne, das fordert jetzt auch die AfD. Die Frage, warum nicht zustimmen? Es gibt rechtliche Gründe, hierzu werden meine Kolleginnen und Kollegen etwas sagen. Mein Augenmerk liegt aber auf der Sprache. Unserer Fraktion geht es nämlich nicht um Deutschtümelei oder um Selbstdarstellung, sondern um die Sprache. Wir wissen, erstens, sie muss gepflegt werden, zweitens, sie muss verständlich sein, drittens, sie soll verbinden und nicht trennen. Genau das unterscheidet uns von der AfD. Ihnen geht es um eines nicht, die deutsche Sprache. Beweisgefällig, Ihr Antrag strotzt nur so von Fremdwörtern.
Ich zitiere deklaratorisch: Hauptkommunikationsmedium, Identifikation und. Brauchen Sie das wirklich oder wussten Sie es nicht besser? Dabei gibt es einen Redaktionsstab der Gesellschaft für deutsche Sprache beim Deutschen Bundestag. Die freundlichen Mitarbeiter hätten Ihnen auch gerne geholfen. Bei Ihrem Kauderwelsch wäre Hilfe sicherlich auch nötig gewesen. Das gilt übrigens auch in Sachen Verständlichkeit. Wer Bandwurmsätze liebt, kommt bei Ihnen voll auf die Kosten. Ich zitiere: Die deutsche Sprache ist als das primäre Mittel zur Verständigung der Deutschen zugleich das Medium unserer sprachlichen Kultur, der sprachlichen Persönlichkeitsbildung und der individuellen wie gemeinschaftlichen Identifikation. Verstehen Sie eigentlich Ihre Sprachpanscherei? Mein Deutschlehrer hätte A wie Ausdruck hinter diesen Satz geschrieben: Gutes Deutsch weit gefehlt. Drittens. Sie haben zitiert, was in anderen Sprachen dargestellt wird. Schauen Sie mal in Ihr eigenen Internetauftritt. Da gibt es Ihr Grundsatzprogramm in russischer Sprache. Viertens. Am schlimmsten ist aber Ihr eigentlicher Antrieb. Für uns in der Union ist Sprache etwas Verbindendes. Sie nutzen Sprache, um zu enthemmen, um auszugrenzen, um zu spalten. Frau Kollegin Könnemann. Das beweist übrigens der Vorläufer zu diesem Antrag. Da steht keines der ach so schönen Worte über die Bedeutung unserer Sprache für Philosophie, für Kultur, Wissenschaft. Nein, der Kollege Brandner zeichnet in diesem Vorläufer vor allem ein Zerrbild über Migranten und das in schlechtem Deutsch. Ich zitiere: spiegelbildlich zur gesellschaftlichen Segmentierung und Abkapselung der Migranten in ihren jeweiligen Milieus steigt die berechtigte Erwartungshaltung der deutschen Mehrheitsgesellschaft, die von ihnen zu Recht erwarten kann, sich den landestypischen Regularien anzupassen. Frau Kollegin Könnemann, der Kollege Spangenberg würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Herzlich gerne. Verehrte Kollegin, geben Sie mir da nicht recht, dass es jetzt gerade notwendig ist, Deutsch ins Grundgesetz einzunehmen, wenn auch die AfD solche Fehler macht? Bitte? Was hat gesagt? Ich habe Ihre Frage nicht verstanden. Herr Kollege Spangenberg, würden Sie sie bitte wiederholen? Meine Damen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie einfach den Lärmpegel so halten, dass die Rednerin auch die Frage verstehen kann, denn nur dann kann sie darauf antworten. Herr Kollege Spangenberg. Ja, ich wiederhole die Frage, Frau Kollegin. Geben Sie mir doch recht, dass wenn die AfD auch solche Fehler macht, dass dann es gerade wichtig ist, dass wir Deutsch ins Grundgesetz hineinnehmen. Ja, jetzt macht Ihr Antrag natürlich Sinn. Ich verstehe das. Aber dann würde ich doch empfehlen, bevor Sie alles ins Grundgesetz schreiben, doch erst mal Deutsch zu lernen. Ich durfte ja gerade aus Ihrem Vorläuferantrag zitieren. In die Endfassung hat es diese Stilblüte übrigens nicht geschafft. Der Antrag ist weichgespült worden, um sich einen bürgerlichen Anstrich zu geben. Dankenswerterweise hatte Herr Kollege Brandner den ursprünglichen Antrag aber ins Netz gestellt. Sie hatten doch wohl nicht etwa einen Sinneswandel? Wohl kaum, wenn ich mir Ihre sonstige Sprache vor Augen führe, von Volkskörpern bis Migrasoren. Auf gut Deutsch, Sie verschleiern Ihre eigentliche Absicht. Sie sind Wölfe im Schafspelz und deshalb lehnen wir Ihren Antrag ab. Gitta Konnemann war das, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Deutsch als Landessprache fordert die AfD. Nächster Redner in der Debatte, Mahmut Özdemir von der SPD, er ist Mitglied im Innenausschuss. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe als Schüler mir damals so ein paar Euros dazu verdient mit Nachhilfe in Deutsch. Dass ich das als Abgeordneter mal vor diesem Hause für eine Fraktion tun würde, die neu hinzukommt, hätte ich mir auch nicht träumen lassen an dieser Stelle. Aber wer fremde Sprache nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. Was hätte Goethe, von dem dieser Ausspruch stammt, wohl zu Ihrem Gesetzesentwurf gesagt? Ich bin mir sicher, er hätte sich geschämt.
Sie sprechen von Verdrängung der deutschen Sprache und dass Deutsch die primäre Verständigung der Deutschen sei. Gerade deshalb sollten wir das Grundgesetz nicht kennen. Verdammt noch mal die Finger davon lassen, Veränderungen daran vornehmen zu wollen. Sie verkennen, dass das Grundgesetz nicht nur Grundrechte für Deutsche, sondern auch Grundrechte für alle Menschen, die in dessen Geltungsbereich leben, festschreibt. Und vielmehr verkennen Sie, dass sie im In- und Ausland Deutsch gesprochen wird. Nicht umsonst ist das Goethe-Institut mit 159 Einrichtungen in 98 Ländern gegenwärtig und vermittelt die deutsche Sprache und die deutsche Kultur. Aber welches Deutsch eigentlich? Das Deutsch, das wir heute sprechen, ist nicht einmal mehr das Deutsch von vor 20 Jahren, von den über 50 Mundarten mal ganz zu schweigen. Unsere Sprache ist eine Summe aus den grundrechtlich zugestandenen Freiheiten, die eigene Persönlichkeit frei zu entfalten. Unsere Verfassung ist dem gesellschaftlichen Wandel gegenüber aufgeschlossen. Und genauso ist es mit der deutschen Sprache auch. Diese in einen idealen Zustand pressen und bewahren zu wollen, käme der ungerechtfertigten Einschränkung von Grundrechten gleich. Das Anliegen der AfD-Fraktion ist daher viel weniger redlich, als uns der Gesetzentwurf glauben zu machen versucht. Denn er schürt Ängste. Ängste, die jeder Grundlage entbehren. Ängste, ohne die eine AfD in Deutschland ihre Anhängerschaft verlöre. Der Gesetzentwurf zeichnet darüber hinaus ein unwahres, ein düsteres Bild. Es klingt beinahe nach dem Eintritt des Verteidigungsfalles, wenn man Ihrer Sachverhaltsdarstellung folgt, dass Anglizismen demnächst unsere deutsche Sprache übernehmen werden. Vielmehr lösen Sie durch diese bösartigen Unterstellungen den demokratischen Verteidigungsfall aus. Mit der Mehrheit dieses Hohen Hauses verteidigen wir die Menschen vor Ihnen, die mit ihrer eigenen deutschen Sprache die kulturelle Vielfalt, die Wissenschaft, das Miteinander in diesem Land fördern als Ausfluss ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Keiner der Anwesenden wird ernsthaft bestreiten können, dass die deutsche Sprache schon jetzt verfassungsrechtliche Bedeutung hat. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist schließlich auf Deutsch verfasst. Auch da kann ich Ihnen gerne noch mal Nachhilfe geben, wenn Sie das benötigen. Die Geltung des deutschen Grundgesetzes bedeutet zugleich die Geltung der deutschen Sprache und genießt somit Verfassungsrang. Lesen bildet. Menschen, die im Geltungsbereich unseres Grundgesetzes leben, müssen sich daher die deutsche Sprache aneignen. Denn ohne die deutsche Sprache sind sie vor Behörden, vor Gericht und in der demokratischen Auseinandersetzung unterlegen. Nur wer die Sprache der Verfassung des Landes, in dem er lebt, beherrscht, nur der findet Schutz und eine Heimat. Oder mit Goethe: Der Deutsche soll alle Sprachen lernen, damit ihm zu Hause kein Fremder unbequem, er aber in der Fremde überall zu Hause ist. Kurzum, das Grundgesetz in deutscher Sprache braucht einen solchen Zusatz nicht. Und am Niederrhein hätte man Ihnen wahrscheinlich gesagt, da haben die Schwadronneure mal wieder Stuss zusammengefrickelt. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Stefan Thome, FDP-Fraktion. Stefan Thome ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Liberalen im Parlament. Quo usque tandem abutere patientia nostra? Wie lange wollen Sie eigentlich noch die Geduld dieses Hauses missbrauchen mit Ihren deutschtümelnden Anträgen, meine Damen und Herren? Heute also mit einem Vorschlag zur Grundgesetzänderung. Ich habe mich ja immer schon als Verfassungspurist, entschuldigen Sie dieses Fremdwort, als Verfassungspurist bekannt, der gegen jegliche Verfassungslyrik ankämpft, auch gegen eine Banalisierung des Grundgesetzes, gegen Vorschriften, die keine weitreichende Folge haben. Was ist denn die Aufgabe unserer Verfassung? Die Verfassung soll den Staatsaufbau ordnen und sie soll die Freiheits- und Abwehrrechte der Bürger gegen den Staat und gegenüber dem Staat definieren. Aber sie soll nicht die Lebensgewohnheiten
der Menschen regeln. Sie soll auch nicht die Entwicklungsmöglichkeiten, Entwicklungsstreben der Gesellschaft behindern, blockieren, einhegen oder bremsen. Vor allem die Sprache ist etwas Lebendiges, etwas Vitales, was sich ständig ändert, was sich weiterentwickelt. Und die Sprache ist aufnahmefähig. Sie ist offen, ein offenes System. Sie haben selber uns aufgefordert, wir sollten Courage haben, Ihrem Vorschlag zuzustimmen. Daran sieht man schon, dass unsere Sprache das aufnimmt, dass sie damit umgehen kann, ohne dass sie nachhaltigen Schaden nehmen muss. Das ist der erste Grund, weshalb wir Ihrem Antrag in der Sache nicht zustimmen werden. Ich will aber zum Zweiten noch etwas ganz Grundsätzliches sagen. Wissen Sie, auch ich habe einen Sinn für Sprache, für das Schöne, Klingende, das Ästhetische unserer Sprache. Aber auch wenn ich diesen Aspekt teile, trennt mich eines doch von der ganzen Intonation Ihres Antrages, nämlich, dass Ihr ganzer Antrag die Angst vor dem Neuen atmet. Und aus Angst wird Hass und aus Hass kann Gewalt entstehen. Nicht jede Veränderung ist eine Degeneration. Sprache ist ein hochkomplexes System. Lebendige Sprache ist komplex. Und Ihr Ansatz, Sprachpflege zu betreiben, die Reinheit der Sprache zu bewahren, ist von Ihrem Ansatz her, das im Grundgesetz zu regeln, höchst und zutiefst unterkomplex. Das sieht man schon daran, dass unsere Sprache Lehnwörter aus dem Lateinischen kennt, dass sie Fremdwörter aus dem Französischen übernimmt, dass die ganze Musik durchzogen ist von Sprachunterlegungen in lateinischer Sprache, italienische Opern und dergleichen mehr. Sprachkultur ist nicht retro, meine Damen und Herren. Herr Kollege Thomae, der Kollege Hampel würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Sehr gerne, bitteschön. Armin Paul Hampel von der AfD. Mittlerweile gibt es von der AfD bei jedem Redner eine Zwischenfrage. Ja, Kollege Thomae, Sie haben das ja gerade so schön dargestellt, dass Sprache immer im Wandel ist und sich immer erneuert und dass das im Grunde genommen von gesetzlicher Regelung ausgeschlossen sein sollte, gar von verfassungsrechtlicher Regelung sogar. Können Sie mir sagen, warum wir dann eine Rechtschreibreform in Deutschland hatten? Rechtschreibung ist im Deutschen kein Gesetz, aber Rechtschreibung dient natürlich auch dazu, dass wir im Lesen uns leicht bewegen können. Es ist schon ein Teil der Sprachkultur. Es ist aber nicht im Gesetz, vor allem nicht im Grundgesetz festgeschrieben, wie wir Recht schreiben. Es gibt Staaten, in denen Rechtschreibung Gesetz ist. Unser Nachbarland Frankreich kennt das zum Beispiel. Aus Richelieus Zeiten ist es von Tradition her durch die Akzentsetzung eine gesetzliche Regelung. Das kennen wir in Deutschland nicht. Es gibt kein Gesetz zur Rechtschreibung. Und trotzdem sehen Sie, wir kommen damit ganz gut zurecht. Es gibt Vorschläge, Bibliographisches Institut in Mannheim und dergleichen, mehr Dudenreaktion, die uns Vorschläge unterbreiten, wie wir zu schreiben haben. Aber wenn Sie es anders tun, müssen Sie keine Haftstrafe fürchten, nicht einmal Geldstrafe der Gerichte. Und daran sieht man, wir kommen ganz gut damit zurecht. Sie verändert sich auch. Auch die Rechtschreibung hat sich verändert. Es gibt Reformen dazu. Es gibt auch Länder, die andere Rechtschreibungen pflegen, die Schweiz und andere Länder, ohne dass das unserer Sprache einen Abbruch tut. Herr Kollege Thomae, der Kollege Spangenberg würde auch noch gerne eine Zwischenfrage stellen. Sehr gerne, dann läuft die Zeit langsam ab, Herr Spangenberg. Verehrter Kollege, ist Ihnen bekannt, dass in der französischen Verfassung der Satz drin steht, die Sprache der Republik ist Französisch? Also, das war mir bislang nicht bekannt. Ich sehe, man kann heute auch lernen, aber das heißt nicht, dass wir es auch benötigen bei uns. Ich habe gerade eben ausgeführt, dass die Franzosen eine andere Tradition haben, eine andere Kultur. Das kommt noch aus absolutistischen Zeiten. Das heißt nicht, dass wir das auch benötigen. Das heißt, und daran sehen wir auch, dass in unserem Land deutsche Sprache gesprochen wird, geschrieben wird, auch ohne, dass es irgendeiner Festschreibung im Grundgesetz oder im Gesetz bedarf. Aber es zeigt eines, dass Sie diese Angst vor Veränderung haben. Das atmet Ihren ganzen Antrag, das durchzieht Ihren Antrag. Sie pflegen einen romantischen, verklärten Kulturbegriff, den wir nicht benötigen. Sie haben Angst vor dem Neuen, haben Angst vor Veränderung, haben Angst vor der Zukunft. Und dagegen setzen wir Vertrauen in die Zukunft, setzen wir Optimismus, setzen wir Mut zur Veränderung. Das, meine Damen und Herren, das braucht unser Land.
Vielen Dank. Jetzt Deutsch als Landessprache diskutiert hier der Deutsche Bundestag, selbstverständlich auf Deutsch. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass hier je anders geredet wurde. Und nächste Rednerin ist in der Debatte Simone Barrientos von der Linken. Sehr geehrter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute eine Delegation aus der Assemblée Nationale. Ich freue mich, dass ich nachher einen der Kollegen treffe. Michel, bienvenido. Nos vemos después, me alegro mucho. Unsere gemeinsame Sprache ist Spanisch. Und wenn ich nach rechts schaue, dann sieht man ziemlich deutlich, dass Qualität und Quantität nicht viel miteinander zu tun haben. Heute behandeln wir einen Gesetzentwurf, der wie so oft die Gesetzentwürfe oder eigentlich immer reinen Symbolcharakter hat. Diesmal will die AfD dem Grundgesetz ans Eingemachte. Die deutsche Sprache sei in Gefahr. Dabei gehört Deutsch zu den 10 am meisten gesprochenen Sprachen auf der Welt. Und sie kam deshalb 2006 ins Guinness-Buch der Rekorde. Wo also ist bitte die Gefahr? Die Debatte, die man da anstoßen will, sie ist weder neu noch ist sie zeitgemäß, denn in allen Zeiten gab es jene, die sich an Althergebrachtes klammerten und solche, die begeistert die Entwicklung begrüßten. Und Sprache ist weder ein starres Konstrukt, noch ist sie völlig losgelöst von Regeln. Den Gebrüdern Grimm sei Dank an dieser Stelle. Der AfD geht es weder um die Förderung der deutschen Sprache noch um den Erhalt von Kultur. Ihr geht es um Deutungshoheit. Denn sonst würde sie einen Antrag stellen, der zum Beispiel Bildung fördert. Mir stellen sich drei Fragen. Was sagt die AfD? Was meint die AfD? Was will die AfD? Sage ich Ihnen gerne. Sie sagen Volk, Sie meinen völkisch und Sie wollen ausgrenzen. Ein Geschmäckle hat dabei, dass es die AfD war, die mit russischsprachiger Wahlwerbung in den Wahlkampf zog. So sah das aus. Und das lässt nur den Schluss zu, dass es eben nicht um Sprache geht. Nein, es geht um von der AfD definierte völkische Zugehörigkeit. Und die AfD sagt also, die deutsche Sprache müsse im Grundgesetz verankert werden. Aber welche Sprache meint sie? Literarisches Deutsch? Ich glaube nicht. Gendergerechtes Deutsch? Genau. Um Amtsdeutsch kann es ihr nicht gehen, das ist ja bereits verankert gesetzlich. Ihr geht es um völkisches Deutsch, um Sprache als Mittel zur Ausgrenzung. Und was soll dann bitte konkret folgen? Die Einsetzung einer Bundeskulturkammer? Die Frage ist eben nicht, welche Sprache man spricht. Die Frage ist, was man sagt und was man wieder sagbar macht. Und da ist die AfD Vorreiter. Seit Jahren arbeitet sie daran, Unsägliches wieder sagbar zu machen. Da wird völkisch schwadroniert, was das Zeug hält. Und an einer Stelle wird die Vorlage sogar ein bisschen konkret. Die AfD will der Freiheit der Programmgestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ans Leder. Da soll reguliert werden, im Sinne der AfD, versteht sich. Vielen Dank auch. Das ist schon ein starkes Stück, dass ausgerechnet diese Partei die Sprache vor allem dazu nutzt, um Hass zu säen, um den gesellschaftlichen Diskurs zu sabotieren, um auszugrenzen und anzugreifen, um Frauen zu beleidigen, um Homosexuelle verächtlich zu machen, um Zugewanderte zu diffamieren
um politische Gegner niederzubrüllen und anzupöbeln, dass ausgerechnet diese Leute Sprache als Kulturgut im Grundgesetz verankert haben wollen. Unfassbar! Wenn da was fehlt im Grundgesetz, dann ist es Kultur als Staatsziel. Und zwar Kultur in all ihrer Buntheit. Frau Kollegin, achten Sie bitte auf Ihre Redezeit. Die ist abgelaufen. Ja. Ich bin im Prinzip fertig. Lassen Sie mich mit Heinrich Heine schließen. Fatal ist mir das Lumpenpack, das um das Herz zu rühren, den Patriotismus trägt zur Schau mit allen seinen Geschwüren. Vielen Dank. Simone Barrientos war das von der Linken mit Heinrich Heine hier gegen den Antrag der AfD, Deutsch als Landessprache im Grundgesetz einzuführen. Nächster Redner kommt von den Bündnisgrünen, Erhard Grundl. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste auf der Tribüne. Um es mal mit den Worten des bayerischen Philosophen Gerhard Polt zu fragen: Braucht's das? Ha? Braucht's das? Zitat Ende. Nach § 23 des Bundesverwaltungsverfahrensgesetzes ist Deutsch in Parlamenten und Gerichten längst verpflichtend. Warum fordert die AfD trotz dieser Tatsache hier und heute eine Änderung des Grundgesetzes? Es ist das ewig gleiche Spiel. Letzte Woche noch hat einer dieser Abgeordneten hier im Parlament vom drohenden Volkstod gesprochen. Heute malen sie uns zur Abwechslung mal den Niedergang der deutschen Sprache an ihre Klagemauer der Ängstlichkeit. Dass wir Deutsche eine anerkannte Wissenschaftssprache sowie eine vielfältige deutsche Literatur- und Mediensprache haben, spielt da natürlich keine Rolle. 8 der 10 erfolgreichsten Künstleralben des Jahres 2017 in den deutschen Charts waren Produktionen in deutscher Sprache. Produkte in deutscher Sprache boomen in den Charts, und das ganz alles ohne ihre Bevormundung. Wenn Sie von der AfD schon die Musikbranche in Ihrer Begründung bemühen, dann machen Sie sich bitte faktenfest. Aber es geht der AfD nicht um das, was wirklich ist. Es geht wie immer nur um eins. Es geht darum, Angst zu schüren, Weltuntergangsszenarien zu entwerfen und zu spalten. Es geht der AfD darum, die eigene Kleinkariertheit unserem Land und seiner Bevölkerung überzustülpen. Was die AfD hier vorlegt, ist nicht neu. Es ist auch nicht provokant. Es ist rückwärtsgewandt und kulturell einfältig. Es ist eine Wagenburg, die die Weiterentwicklung unserer Sprache stärker bedroht, als es jede Veränderung tun könnte. Warum sagen Sie aber eigentlich nicht, was Sie wirklich wollen? Sie wollen in Wahrheit eine deutsche Leitkultur ins Grundgesetz schreiben. Aber ich kann Ihnen sagen, warum Sie das nicht tun. Weil Sie gar nicht wissen, was diese deutsche Kultur ausmacht. Herr Kollege Brandner, ich weiß, bei Ihnen weiß man nie, ob Sie morgens mit der Schmusedecke oder mit der Machete aufgewacht sind. Aber ich würde Ihnen empfehlen, einfach mal zuzuhören und zu relaxen. Sie haben keinen positiven Begriff von unserer Kultur. Was ist denn dieses eigene, das Sie verteidigen wollen? Was ist Ihr positives Bild der deutschen Kultur, der deutschen Sprache? Welche deutschen Künstler könnten Sie anführen? Goethe, Heine, Thomas Mann, Fanny van Dannen, Rammstein, die Ärzte, alle diese Künstler, alle diese Leute, die sich mit der deutschen Sprache wirklich auseinandersetzen, sie alle haben sich gegen ihren dumpfen Nationalismus gewandt. Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, man stärkt seine Muttersprache nicht, indem man sie kleinredet und wehleidig daherkommt, wie es die AfD tut. Wenn es Ihnen wirklich um unsere Sprache ginge, würden Sie sich selbstbewusst einsetzen für guten Sprachunterricht für Muttersprachler und für Migrantinnen und Migranten. Außerdem, welches Deutsch gehört für Sie per se dazu und welches nicht? Was ist mit der Sprache der Hip-Hopper, der Rapper? Was ist mit dem eigenwilligen Deutsch der Trolle, die in den sozialen Netzwerken pöbeln, drohen und AfD-Positionen verbreiten? Ist das Ihre Landessprache?
Was ist mit den Minderheiten in Deutschland, mit den Angestammten und den Zugewanderten? Sollen wir denen, die Nordfriesisch, Dänisch oder Sorbisch, Wendisch und Romanisch schnacken, demnächst vorschreiben, was sie zu reden haben? Wie schaut es mit Extremdialekten wie etwa dem Oberpfälzisch aus? Bei Türkisch erübrigt sich die Frage sicherlich für die AfD. Die AfD glaubt ganz augenscheinlich nicht an die Kraft und Stärke der deutschen Sprache, an ihre Kraft, sich wandeln zu können und gerade dadurch einzigartig zu sein. Und natürlich, wir alle, von der Bundeskanzlerin, wenn sie da ist, bis zur 709. Parlamentarierin, wir chatten, twittern, wir liken, rechts außen wird wohl mehr gehatet. Unsere Muttersprache entwickelt sich weiter im alltäglichen Gebrauch durch den Erfindungsreichtum in der Jugendsprache, im Hip-Hop, in der Literatur und ja, auch hier im Parlament. Wäre unsere Sprache nicht in der Lage, sich zu verändern, würde sie ihre Funktion aufgeben als Instrument der Kommunikation und der Identifikation mit unserer Zeit, mit unserem Land, mit den Menschen, die hier zusammenleben. Hinter diesem Gesetzentwurf steht ein Kulturverständnis der Abschottung und Ausgrenzung. Kulturen und Sprache verändern sich. Das macht sie spannend und reich. Im Austausch der Kulturen entsteht Neues. Dort findet Inspiration statt. Nichts davon steht in diesem Gesetzentwurf. Braucht's das? Fragt Polt. Ich sage ganz klar nein. Vielen Dank. Jetzt der Nächste Rednerin in der Debatte ist die Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses, Andrea Lindholz von der CDU-CSU. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die AfD will die deutsche Sprache im Grundgesetz verankern und ja, CSU und CDU sowie der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert vertreten dies auch bereits seit langem. Im Bundestag gab es dazu Anhörungen, Stellungnahmen und Petitionen, bisher aber keine Mehrheit. Das ist bedauerlich, aber sicher keine Katastrophe. Die Rechtswissenschaft schreibt heute schon der deutschen Sprache ihren Verfassungsrang zu, und das ergibt sich aus unserer Verfassung durch die Nennung des deutschen Volkes, der deutschen Staatsangehörigkeit und der Tatsache, dass unser Grundgesetz auch auf Deutsch geschrieben wurde. Außerdem ist Deutsch im Gerichtsverfassungsgesetz und Verwaltungsverfahrensgesetz unter anderem verankert. Es wäre aber auch aus unserer Sicht ein wichtiges Signal, die deutsche Sprache symbolisch im Grundgesetz explizit aufzuführen. Und sie sorgt auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Identität. Es gibt viele Verfassungen in Europa, die ihre Sprache dort normiert haben, und deswegen ist die Forderung per se auch nichts Schlechtes oder gar Schlimmes. Deutsch zu sprechen ist Voraussetzung für Teilhabe in Deutschland. Wir fördern deshalb Sprachkitas, berufsbezogene sprachliche Förderprogramme, Integrationskurse und vieles mehr. Ja, mit dem Bayerischen Integrationsgesetz verpflichten wir auch zur Teilnahme an Sprachkursen, denn wir wollen keine Parallelgesellschaften in Deutschland. Solche Maßnahmen sind für den Schutz der deutschen Sprache in der Praxis grundsätzlich viel wichtiger als eine reine Symbolpolitik, und deswegen habe ich auch eingangs gesagt, keine Katastrophe. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, Ihr Gesetzentwurf ist wie üblich oberflächlich formuliert und bei der Lösung inhaltslos. Sie wollen die deutsche Sprache nicht als Symbol verankert wissen, sondern als Staatsziel, und Sie wollen damit quasi Sprachpolizei spielen. Sie stehen im krassen Widerspruch zu den meisten Rechtskommentaren und dem Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Ich darf zitieren aus Ihrem Antrag. Unternehmen nutzen die englische Sprache bevorzugt nicht nur für unternehmensinterne Kommunikation, sondern auch für Werbemaßnahmen. Wollen Sie Unternehmen also allen Ernstes vorschreiben, wie sie ihre Werbung gestalten sollen oder gar wie sie intern kommunizieren wollen? Sie schreiben weiter. Deutsche Musiker sehen sich gezwungen, auf Englisch zu singen. Wollen Sie unseren Radio- und Fernsehsendern vorschreiben, welche Musik sie spielen müssen oder uns gar, welche Musik wir hören dürfen?
Sie wollen in Ihrem Antrag der öffentlichen Kommunikation staatlicher Institutionen über die bereits verankerte Festlegung der deutschen Sprache hinaus weitere Vorgaben machen. Wollen Sie vielleicht bei wissenschaftlichen Kongressen in Deutschland den Wissenschaftlern aus aller Welt vorschreiben, dass sie nur Deutsch zu sprechen haben? Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin stolz auf die vielen jungen Leute in unserem Land, die in der Lage sind, sich auf Englisch, Französisch und Spanisch zu verständigen und auch tatsächlich einen ganzen Artikel darin damit abzufassen. In der Arbeitswelt, in der Wissenschaft, in der Forschung ist die Vielsprachigkeit schlicht gar nicht mehr wegzudenken. Und zu guter Letzt, besonders enttäuschend, ist, dass Ihr Antrag auch noch mehr als scheinheilig ist samt Ihrer ganzen Schaufensterrede, die Sie hier gehalten haben. Die Frau Kollegin Lindholz hat bereits darauf hingewiesen. Frau Kollegin Lindholz, gestatten Sie noch? Nein. Nein? Sie gestatten keine Zwischenfrage. Die Kollegin Konnemann hat bereits darauf hingewiesen, nicht nur das Programm, Ihr Programm ist scheinbar auf Russisch verfasst. Sie haben im Bundestagswahlkampf, in den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und in Berlin mit Flyern und auf Wahlplakaten auf Russisch geworben. Und wer sich hier als Polizei der deutschen Sprache als großer Verteidiger aufspielt, der muss das dann erst mal erklären, dass an Scheinheiligkeit wirklich nicht mehr zu überbieten, was Sie hier abliefern. Ihnen geht es nicht darum, die deutsche Sprache als eine schöne Sprache im Grundgesetz zu verankern. Ihnen geht es wie üblich darum, zu spalten. Und ich möchte mit Goethe schließen. Ein jeder, weil er spricht, glaubt, über Sprache sprechen zu können. Dankeschön. Ja, der deutsche Dichter Fürst, der ist jetzt schon das zweite oder dritte Mal zitiert worden, verständlich in so einer Debatte. Johann Saathoff jetzt von der SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Brandner, ich muss schon sagen, das ist eine beeindruckende Liste der Unterstützer, die Sie hier vorgelegt haben. Aber diese beeindruckende Liste ist nicht der Grund für Ihren Antrag. Der wirkliche Grund für Ihren Antrag ist nationale Abgrenzung. Und das gehört hier auf die Tagesordnung gesetzt. Und ich sage an dieser Stelle mal, Sie haben Kolleginnen, die haben ja eine besonders alpine Affinität zur Schweiz. Dieses Land hat 4 Amtssprachen. Ist das vielleicht der heimliche Grund, warum Sie diesen komischen Antrag hier gestellt haben? Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Brandner wünscht uns Mut zur Courage. Ich übersetze das mal nicht. Ich wünsche uns die Courage, anderen Sprachen mit Respekt zu begegnen, statt Angst davor zu haben. Und Sie wollen den Wert der Muttersprache in den gesellschaftlichen Fokus setzen. Meine Muttersprache ist Plattdeutsch. Und als ich damals Bürgermeisterwest bin, in mein eigen Gemein, da habe ich damals, wie es davon übertücht wäre, dass das Bete ist, wenn man mit der Lü, die direkt mit einem Tadaunem auch in Plattdeutsch sprechen kann. Ich würde sagen, das ist, Sie mögen das Wort vielleicht nicht gern hören, aber das ist so eine Art Schlüsselkommunikation. Das ist eine Schlüsselqualifikation. Man muss eine gemeinsame Sprache haben, damit man sich gegenseitig auch unterholen kann und miteinander auch proben kann und sich versteht. Und ich hab Lü belebt in Iowa. Die sind 50 Jahre alt, die können bestens Plattdeutsch proben, aber kein Wort Hochdeutsch. Das sind bestens integrierte Amerikaner. Und die Engels kennt auch nicht darunter leiden, dass die nach Amerika utwandert sind. Da kann die Köfer vergewissern. Sprachen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind viel wert. Ich habe in der Schule Englisch gelernt. Meine Lehrerin würde sagen, nicht gerne, ich würde das bestätigen, aber ich bin froh, dass ich es kann. Sprachen sind im Wandel. Auch die deutsche Sprache ist im Wandel, natürlich. Und niemand, ja, vielleicht nicht. Fast niemand will so sprechen, wie man früher im Mittelalter gesprochen hat. Sprachen entwickeln sich eben, und das ist gut so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es gibt nicht nur Deutsch. Die Vielfalt der Sprachen aus den Regionen macht doch den Wert Deutschlands und der deutschen Sprache insgesamt auch aus. Und sie tun so, als wenn man Angst haben muss dafür, dass irgendein Van Buten noch seinen Einfluss in uns Sprache hingeben darf. Deutschland profitiert davon. Das wie Tausammenwasen in Welt. Tausammenwasen in Welt geht nur, wenn man sich gegenseitig unterholen und verstehen kann und wenn man die richtige Sprache proben kann. Und wenn man eine andere Sprache probt. Herr Kollege Saathoff, abgesehen davon, dass Sie bitte darauf achten, dass wir alle auch verstehen, was Sie sagen,
wollte ich Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Spangenberg akzeptieren. Herr Präsident, die AfD vermutet, dass durch Quantität ihrer Zwischenfragen ihre Arbeit mehr wertschätzt wird. Die Qualität lässt aber deutlich zu leiden. Und wir haben das heute erlebt. Ich lasse keine Zwischenfrage zu. Wenn man eine Fremdsprache spricht, heißt das eben nicht, dass man weniger Deutsch sprechen darf oder muss. Die AfD sagt, Sprache ist Kulturgut. Und ich würde sagen, nicht nur die deutsche Sprache ist Kulturgut, sondern alle Sprachen sind Kulturgut. Wer fremde Sprachen kennt, weiß nicht nur nichts von seiner, wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nicht nur nichts von seiner eigenen Sprache, er weiß auch nichts von den anderen Ländern und deren Menschen und deren Beweggründe. Und er weiß, und wer nichts weiß darüber, der hat Angst. Und wer Angst hat, der igelt sich ein. Und der hat dann nationalistische Tendenzen. Und wozu das führt, Kolleginnen und Kollegen, das wissen wir alle miteinander. Angst ist also die Grundlage von höherpolitischer Handeln, Live-Kollegen von AfD. Seht down so, als ob man höher was wegnehmen würde, wenn was anderes der Tau kommt. Und der Tegenteil ist der Fall. Deutschland wird nicht arme durch andere Sprachen, Deutschland wird rieke. Und darauf müssen wir stolz werden. Wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es, verstanden zu werden. Bei den Autoren des Antrags ist, glaube ich, egal, ob ich platt spreche, Deutsch, Englisch oder Kisuaheli. Hören und verstehen sind eben zwei verschiedene Dinge. Oder wie wir in Ostfriesland sagen, ich verstehe die Wahl, man ich begrieb die halt. Ich möchte mich abschließend ganz herzlich entschuldigen beim stenografischen Dienst und ich gelobe Besserung. Ich danke dem Bundespräsidenten für das Verständnis und besten Dank für Tauern, Live-Kolleginnen und Kollegen. Ja, ein herrlicher Hinweis zum Schluss von Johann Saathoff, der in Emden geboren ist und hier im deutschen Parlament mal das schöne Plattdeutsch gesprochen hat. Es war dem Freiburger Wolfgang Schäuble dann doch ein bisschen viel geworden und der ein oder andere hat sicherlich Passagen in der Tat nicht verstehen können. Insofern ist es in der Tat wichtig, die gemeinsame Sprache zu sprechen. Der nächste Redner jetzt kommt von der CDU-CSU. Er ist der letzte Redner in der Debatte, Axel Müller. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, nein, das werde ich nicht tun, zumal ich vorwegschicken muss, dass ich mich natürlich freue, als Baden-Württemberger, als Schwabe zum Thema Deutsch als Landessprache hier sprechen zu dürfen. Denn wir können ja bekanntlich alles außer Hochdeutsch. Aber nun zur Sache. Die AfD hat beantragt, dass Deutsch als Landessprache im Grundgesetz festgeschrieben wird. Gleichlautende, gescheiterte Anträge hat die AfD in den Landesparlamenten von Baden-Württemberg, Thüringen und Brandenburg gestellt, mit dem gleichen Inhalt Aufnahme in die jeweiligen Landesverfassungen. Wenden wir uns also dem heutigen Antrag zu. Im Grundgesetz, ich versuche die Debatte etwas zu versachlichen, im Grundgesetz fehlt eine ausdrückliche Nennung einer Gesetzgebungskompetenz für Deutsch als Landessprache. Die Sprache kann jedoch, das ist allgemeine Rechtsansicht, Herr Brandner, das würden Sie auch wissen, neben dem Sitz der Bundeshauptstadt und den Farben der Landesflagge in Ergänzung zu Artikel 22 Grundgesetz aufgenommen werden. Der Verweis, den Sie vornehmen, auf die österreichische Landesverfassung erübrigt sich, denn, wie es ein Kollege vorhin schon gesagt hat, das Grundgesetz ist in Deutsch geschrieben, es wendet sich in zahlreichen Artikeln und an vielen Stellen an die Deutschen. Es ist also eine Selbstverständlichkeit, dass das Grundgesetz Deutsch, dem Deutschen einen Verfassungsrang zugebilligt hat. Es stellt sich die Frage, ob das, was Sie wollen, denn notwendig oder zweckmäßig ist. Wenn damit lediglich, das ist das Ergebnis meiner Untersuchungen, eine Symbolik verbunden ist. Darüber lässt sich sicher trefflich streiten und die CDU kam ja auch bei zwei Bundesparteitagen in 2008 und 2016 zu dem Ergebnis, dass man dieser Symbolik Rechnung tragen soll und Deutsch ins Grundgesetz aufnehmen möge. Ich will nicht verhehlen, ich habe dem zugestimmt, habe damals aber fürs Protokoll angebracht, dass man da aus dem Parteiprogramm Anglizismen doch bitte dann herausstreichen möge. Zur Klarstellung ist das, dass Deutsch als Sprache, die Landessprache ist aber nicht erforderlich, denn Deutsch ist die Sprache staatlichen Handelns in § 184 Gerichtsverfassungsgesetz und in § 23 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist es jeweils festgeschrieben, dass die Gerichts- und die Amtssprache Deutsch ist.
Und ich habe als Vorsitzender Richter einer Strafkammer davon auch niemals, bin davon niemals abgewichen und mit vielleicht vereinzelten Abgleiten in den Dialekt gab es da keine Abstriche. Sie schreiben in Ihrem Antrag weiter, dass es Ihnen darauf ankommt, die Sprache als Medium unserer sprachlichen Kultur zu erhalten. In Anbetracht der vielfach um sich greifenden Anglizismen könnte dies sicherlich Sinn machen. Frühere AfD-Anträge haben das ja auch ausdrücklich in ihrer Begründung ausgeführt. Aber dann muss ich Ihnen schon sagen, Herr Brandner, fangen Sie doch bitte bald in Ihrem eigenen Wahlprogramm damit an. Dort finden sich Worte wie Bodycam, Taser, Failed States, Gender Studies. Ja, eines Ihrer Mitglieder publiziert seit Jahren akademisch nur in englischer Sprache. Wie überhaupt das Wahlprogramm als Verständigungsmittel dem deutschen Sprache nur unzureichend gerecht wird. Eine Überprüfung Ihres Programms mit den im Vergleich der anderen Programme durch die Universität Hohenheim im Jahre 2017 ergab, dass Ihr Programm von der AfD das am wenigsten verständliche ist. In einer Skala von 0 bis 20 erreicht es gerade mal den Wert von 7,3. Gott sei Dank sind wir an der Spitze gewesen. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass wir keine Sätze mit 63 Wörtern bilden, um zu erklären, wie wir uns den Strafvollzug ausländischer Strafgefangener vorstellen. In meiner Zweitausbildung als Mediator habe ich irgendwann mal gelernt, dass man immer nach dem wahren Interesse eines Standpunktes oder einer Haltung fragen möge. Welche Ziele verfolgen Sie denn wirklich? Entgegen Ihrer Behauptung wollen Sie noch nicht die deutsche Sprache als verbindendes Element der in Deutschland lebenden Menschen in die Verfassung aufnehmen. Denn im besonderen Teil Ihres Antrags führen Sie aus, dass dann künftig in der öffentlichen Kommunikation staatlichen Handelns den Institutionen Vorgaben gemacht werden können. Im gleichlautenden Antrag in Baden-Württemberg haben Sie ausdrücklich vermerkt, dass das die Rechtsgrundlage dafür bilden soll, dass beispielsweise Formulare staatlicher Behörden nicht mehr mit mehrsprachig ausgegeben werden. Herr Kollege Müller, achten Sie bitte auf Ihre Redezeit. Ich bin sofort fertig, Herr Präsident. Danke. Ziel Ihres Antrags ist es also, die Menschen, die kein oder nur unzureichend Deutsch sprechen, auszugrenzen, sie fernzuhalten von den Einrichtungen oder Leistungen dieses Staates. Das ist aber genau das Gegenteil dessen, was Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes festschreibt. Da heißt es nämlich ausdrücklich, dass niemand wegen seiner Sprache benachteiligt werden darf. Daher unterstützen wir Ihren Antrag, weil er so nicht verfassungskonform ist, nicht. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. In der fraktionellen Überweisung des Gesetzentwurfs auf der Drucksache 951 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen.